damals als Kind, und das werden hoffentlich viele von euch fühlen, oh, da bin ich jetzt gespannt, da müsst ihr mir jetzt eine Antwort geben drauf, Chat, okay? Ihr müsst mir jetzt eine Frage beantworten, okay? Wer von euch kennt das hier? Also, es sieht jetzt nicht immer gleich aus. Wer von euch kennt sowas hier? Freundschaftsheft? Das sieht nicht aus wie ein Freundschaftsheft oder was? Okay, es kennen viele, Digga. Ihr habt euch gesaved, Chat. Weil wenn, also wenn es viele nicht gekannt hätten, dann wäre ich ein bisschen traurig. Also nicht über mich, aber für euch. Also, ihr hättet mir leid getan. Das sind, Chat, ich weiß jetzt nicht, wie man die Digga nennt, genau, die haben bestimmten Namen, aber das sind so Patches, die hast du, also nicht du selbst, sondern deine Mama oder deine Oma, hat die auf die Jeans genäht, wenn da ein Loch drin war. Flicker, ja, Ficker. Die hat den Flicker draufgenäht, dass das Loch zu ist, Chat. Und ich sag euch eins, und daran erkennt man eigentlich auch, ob man eine gute Kindheit hat oder nicht. Meine Knie waren wöchentlich offen. Also ich bin, glaube ich, wirklich von 6 Jahren bis, ich würde sagen, 13. Dann hast du mit den Drogen und mit den Frauen angefangen. Von 6 bis 13 waren meine Knie immer offen, immer aufgeschifft und Hose immer kaputt. Ich musste jede Woche zu meiner Oma gehen, dass sie mir so ein neues Patch da dran näht, weil die Scheiße immer runtergegangen ist. Weil ich so oft auf die Fresse geflogen bin. So oft auf die Schnauze gefallen. Und das sieht man, glaube ich, auch an meinen Knien, weil ich habe, Bruder, meine ganzen Knie sind vernarbt des Grauens, Chat. Ich weiß, das wollt ihr jetzt hier eigentlich nicht sehen, aber guckt euch mal diese Narben an. Guckt mal hier. Kann man das sehen in der Kamera? Ich glaube, hier habe ich noch eine dicke Narbe. Hier, guck mal hier. Das sind alles Narben, Chat. Meine ganzen Knie sind vernarbt. Überall Narben. Weil die immer offen waren. Toss? Ja, wieso denn Toss, Digga? Da ist einfach nur ein bisschen Ketchup an meinem Knie. Ich habe vorhin Pommes gegessen mit Ketchup, Digga. Das war doch kein Toss. Sehr haarige Knie, danke. Vielen Dank. Wo ist der Bus? Schnauze jetzt schon.